Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Space. Ja, wir sind golden. Sind wir nicht goldig? Ja, weiter geht's, weiter geht's. Zwei Streams waren die letzten Folgen. War eine Woche lang inaktiv. Aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt zeige ich auch mal kurz, was wir in den Streams so gemacht haben. Denn nicht jeder guckt sich 8 Stunden oder so insgesamt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Computer von Open Computers. Der ist an sich ganz nett, aber ja, noch brauche ich ihn eigentlich nicht. Ich habe ihn einfach im Stream gebaut. Von daher passt das schon. Weiß nicht, haben wir die Energie im Stream gebaut? Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel Energie. Können ganz viel autocraften. Das hier ist unsere Prozessorstation. Im Stream einfach mal gucken, wo ich das gebaut habe. Ich erkläre jetzt nicht alles von Hand. Dann ziehen wir, genau wie wir in dieser Folge machen, Räume. Müssen alles mal ein bisschen hübscher machen. Hier ist ja schrecklich. Hier haben wir einen kleinen Raum. Hier haben wir einen Riesenraum. Den werde ich noch benötigen. Denke ich. Ja, doch schon. Schauen wir mal kurz nach unseren Schäfchen, wenn die hier so rummähen. Hier unten haben wir auch ein bisschen Zuckerrohrfarm und also hier mehr oder weniger ganz viel automatisiert. Grob zusammengefasst. Die Prinzessin macht jetzt auch einen auf Rumble Beast, habe ich gesehen. Sie hat jetzt auch überall Glas. Ich gehe mir das auch mal kurz angucken. Das ist ansteckend, was der macht. Ich glaube, ich muss ihm mal so ein Anti-Serum geben, so ein Anti-Rumble-Serum. Na, alles Glas. Und die wird, glaube ich, noch größer. Nee, okay, ist erst die Hälfte Glas. Hier oben an der Decke ist schon Glas. Das sieht man ein bisschen schlecht. Und offenbar hatte sie einen Schneemann. Schätze ich mal, da hinten läuft er. Hallo, Schneemann. Hallo. Verglast die sich auch noch, das ist doch. Also ich würde sowas ja nie tun. Also nicht mehr. Ich habe das damals zu irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Beta-Zeiten mal gemacht. So einen ganzen. So ein halbes Biom habe ich eingegrenzt mit Glas. Weil ich keinen Bock hatte auf Schnee. So, aber das Wichtigste, was wir machen müssen, ist Storage Cells. Unser Lager wird voll, habe ich gesehen. Bestimmt durch die ganzen Erze und Barren, die wir jetzt ständig kriegen. Dann machen wir das noch mal als erstes. Machen wir auch mal als Autocrafting. Passt schon. Oh, ich hasse das. Ich will jetzt. Das Interface-Ding ist doof. Das schreibe ich automatisch rein. Ein K. Nein. Erstmal hier. Ein K. Dankeschön. Wo ist das Pattern-Ding da? Natürlich müssen wir erstmal den hier herstellen. Kein Ding. Dann nehmen wir nicht die Pure Crystals, sondern die, die wir genug haben. Einmal. Und zweimal. Nein, halt, stopp. Ne. Falsch. Ich will ja mit der Speicherzelle so. Nach. Seht ihr? So. Erstmal das Speichermodul-Ding da rein. Schwupps. Fertig. Ich weiß, ich könnte das auch hier. Ich bin ja so nett, ich mache das hier rein. Ist ja vollkommen Wurst, wo das ist. Jetzt sollten wir ein Car Storage Dinger machen können. Machen wir mal drei. Bringen wir die hin. Locker. Bisschen warten. Können wir auch die Wolle wegwerfen. Achso, hier habe ich ja nur das Crafting drin. Nummer 3. Hier noch einen rein.
So. Und so. Jetzt haben wir wieder Platz. Lustigerweise ist auch hier gleich was frei geworden. Gut. Speicher haben wir jetzt. Können wir jetzt auch bei Bedarf immer erneuern. Dann brauchen wir Woolen Clay. Na, viel haben wir nicht mehr. Machen einfach mal noch ein bisschen. Woolen Clay, weißen bitte. Keine Ahnung, 300. Passt schon. Warum geht das nicht? Weil es zu... Ah, verstehe schon. Zu viel auf einmal. 200? Ja, die kriegen wir hin. Machen wir zweimal 200. So. Wenn ich es richtig verstehe, sollten jetzt beide arbeiten. Ja. Oh, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Können wir schon mal Räumchen ziehen? Gut. Hier reiße ich die Wand mal ein bisschen ein. Machen irgendwo einen Aufzug. Den machen wir ganz hübsch hier an der Seite. Muss nur gucken, wo genau. Ah, und zwar hier. Ganze darf ruhig hübsch sein. Also ein bisschen breiter. Ich glaube, wir hätten die Wand sogar stehen lassen können. Mal gucken. Ach, ich hasse das. Deswegen will ich umbauen. Ja, stimmt, die Wand hätten wir stehen lassen können. Na gut. Ja, wir brauchen aber noch einen Durchgang. Ja, doch. Lass ich weg. So, dann können wir nämlich hier auch nochmal Teleporter hinmachen. Beziehungsweise machen wir die. Ach, die können wir auch einfach zwei breit. Sollte ja genügen. Kommen wir hier oben auch hin. Dann müssen wir gucken, ob wir Enderperlen haben. Haben wir bestimmt so 2000 oder so. Ich schätze mal gar keine. Ja, immerhin 5. Haben noch Gas drehen. Eine. Naja. So, wie stellt man denn die bunten Elevator her? Was? Rotoring Elevator? Was ist das denn? Und da ist ein Rumble Beast gejoint. Machen wir den einfach mal? Ach, den kann man immer noch. Okay. Kann man auch zurückcraften? Nö. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Warum machen wir erstmal stinknormale hier? Wie macht man den bunt? Ich denke mal Farbe drauf. Hoffe ich. Gut, erstmal hier. Eins. Zwei. Drei. Vier Stück erstmal. Währenddessen können wir Soul Sand gebrauchen. Das heißt, wir brauchen Sand. So, zwei Stacks. Passt schon. Haben wir noch Soul Sand? Vielleicht muss ich hier gar nichts herstellen. Ja, ein bisschen. Da kriegen wir nicht viele Tränen raus. Das hier muss ich dann auch mal umbauen. Na, wann schreibt er mich an? Ich erwarte immer, dass ein Rumble Beast einen anschreibt. Machen wir hier einfach mal so. Sind wir mal geschockt, dass er einloggt. Sonst macht er das ja immer. Nochmal ein paar Äxte her, dass unsere Baumfarm da unten laufen kann. Zack.
Schwulen Clay haben wir jetzt genug. So, Elevator, Elevator, Elevator. Komm mal her, Mr. Elevator. Jetzt funktioniert das nicht mehr, oder? Ach doch, wir kommen auch noch ganz oben. Okay. Wenn das geht, ist alles gut. Hüpf. Hüpf. Und dann komm mal her, Mr. Beryl. Na, eigentlich darf ich das hier gar nicht wegmachen, oder? Ist da was? Ja, ist. Okay. Ja, von unten sieht es nicht mehr ganz so hübsch aus, aber wann sehen wir unseren Turtle mal von unten? Können wir noch einfärben. So, Aufzug Nummer 1 steht. Ist nur die Frage, wann ich den Elevator wegschmeiß. Nein, ich meine. Wann? Wo ist er? Ja, jetzt geht's natürlich nicht mehr, war klar. Wo wir hier den Elevator bauen. Ich glaube, das war hier. Ja, bauen. Meine Freundin sitzt hinter mir. Und verbessert hier fragwürdige Sachen. Warum geht das nicht mehr? Das ging doch gerade noch. Willst du mich verarschen, System? Ich will hier einfach hoch. Mehr will ich gar nicht. Danke. So. Dann bauen wir den ganzen hier nämlich. Na, machen wir das mal hier oben. Wenn wir drankommen. Wo kommen wir denn hier raus? Da smileyt er zurück. Schon ganz verwirrt, weil ich ICQ noch nicht anhab. Bestimmt dachte er, ich schlafe noch um 4 Uhr nachmittags. So, wo sind wir? Oh Gott. Oh Gott. Ist das gut? Hm. Ist direkt bei unserer Koppelfarm. Gefällt mir nicht unbedingt. Naja, fürs Erste. Wobei das vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wir machen einfach so einen Vierer dann. Au. Da kichert sie hinter mir. Ist ein kleines bisschen pervers veranlagt. So, machen wir einfach erstmal hier. Kommen wir hier ran und können hier in die Kommandozentrale. Ja, das passt schon. Man muss Mr. Koppelfarm wirklich weg. Ich glaube, ich mache das sowieso mit dem. Der Turtle kommt weg. Wir machen das anders mit der Koppelfarm, weil es bringt sowieso nichts, wenn ich dann ständig keine Energie mehr habe. Gut, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hin und her laufen. Vorerst, aber das passt schon noch. Gut. Ich bin mal so froh, mach mal hier einen kleinen Durchbruch. Damit wir hier wenigstens auch auf die Ebene kommen. Was nicht funktioniert, weil wir hier nicht springen können, natürlich. Noch eine Wand wegreißen. Ja, wir bauen Wände, um Wände wegzumachen. Finde ich super. Gut, hier kann dann das Autocrafting und sowas rein. Hier haben wir noch was Kleines für irgendwas. Hier kommen wir dann runter. Sekunde. Ich muss mal kurz. So, da sind wir wieder. Hüstchen, Hüstchen.
So, ja, wir machen, denke ich, doch so ein Vierer. Das passt ganz gut. Brauchen wir nur mehr Enderperlen. Das bedeutet, wir benötigen mehr Soul Sand. Was wiederum heißt, wir benötigen mehr alles. Ach Gott. Ich baue Winde. Ich bleib beim Winde bauen. So. Hier machen wir so eine kleine Zwischenwand. Beziehungsweise können wir das hier dann auch einreißen. Machen wir auch. Ist der Raum hier ein bisschen größer. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Ich guck mal, wie viel Redstone wir haben. Moment. Halt hier. Hüpf. Redstone. Oh, da haben wir genug. Ich glaube, wir brauchten ja ein bisschen was. Und brauchten wir ein Buch? Ich weiß das gerade nicht mehr. Moment. Geh mal gucken. So eine Effizienz 5-Hacke wäre natürlich viel, viel besser. Gerade weil wir mit Woolen Clay bauen, das lässt sich so toll abbauen. Erstmal Kartoffelchen essen. So. Hallo, Mr. Buch. Wir brauchen echt ein Buch. Okay. Wenn wir ein Buch brauchen, dann brauchen wir ein Buch. Ja, ich könnte auch hier hinfliegen. Ich muss den Durchgang hier auch mal besser machen, damit wir. Ich habe da schon so einen Plan, aber. Achso, den brauche ich gar nicht mehr. Aber dann traut sich von den anderen keiner mehr hier hin. Vielleicht gut, vielleicht schlecht, man weiß es nicht. So, wir brauchen einen Bug. Und zwar so eins. Kriegen wir nicht, weil wir haben kein Buch. Jetzt haben wir kein Papier mehr. Ist aber nicht wichtig. Eine Feder. Wir haben keine Federn. Warum haben wir keine Federn? Ach Gott. Können wir nicht irgendwie Federn herstellen? Nein. Wie spawnen auch keine Hühnchen? Das ist. Oh. Haben wir Eier? Wir haben 5 Eier. Wir schauen mal, ob es klappt. Wir brauchen noch einen Elevator, um aufs Dach zu kommen. So. Achso. Habe ich hier gerade hingesetzt, um aufs Dach zu kommen. Ist hier gut. Komm, Hühnchen. Mini-Hühnchen, wer will ein Mini-Hühnchen? Ja. Keiner will Mini-Hühnchen. Wheat haben wir nicht viel. Seeds haben wir. Ich glaube. Wenn es klappt, haben wir gleich ein Riesenhühnchen. Hallo, Hühnchen. Komm her. Hier, ich kann dich, glaube ich, mit Seeds vollstopfen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche Weizen. Und Weizen haben wir nicht genug. Natürlich. Wir können es mal testen. Ich glaube, ein Stack war das. Man kann die groß züchten. Wissen auch nicht viele. Aber offenbar auch nicht damit. Was essen scheiß Hühnchen? Mensch. Irgendwie geht das nicht. Das heißt, wir machen mal was anderes. Wir laufen jetzt so ein bisschen. Ach so, hier geht's nach unten. Sehen wir, seht ihr auch mal Rumble Beast. Im Livestream hat man es ja gesehen, aber hier noch nicht so. Wie der alles verglast hat. Also der ist. Guckt euch die gigantische Farm hier an, das ist schrecklich. So, keiner sieht uns. Keine Ahnung, wo Rumble rumhängt. Ist mir auch egal. Hauptsache ich kann ans Lagersystem. Komm, 32 Federn passt schon. Schnell wieder weg. Oh nein, er hat uns gesehen. Mist. Er kam gerade wieder. Er war bestimmt wieder in irgendeiner Pocket-Dimension. Er hat so viele davon. Mist.
Er hat uns erwischt. Er verkraftet die 32 Federn schon. So. Federn, was wollten wir machen? Ach, wir wollten uns ein Buch machen. Stimmt, ich erinnere mich. Weil eigentlich brauchen wir die Federn nur für unser verzaubertes Buch. Wir kommen gleich wieder ein Monster durch. So, und Redstone rein. 29 Level kriegen wir hin. So. Machen wir mal 29. 28, 29. Effizienz 5. Hallo Amboss. Hier hast du ein Buch. Hier hast du eine Spitzhacke. Werkel. Wieso will er nicht? Spitzhacke mit dem Buch. Aha. So. Jetzt soll das Ganze ein bisschen fixer gehen. Ich schau mal kurz auf die Zeit. 21 Minuten. Die paar Überminuten verkraftet ihr schon. Wenn ich Pech. Müsst ihr ja zwischen 20 und 30 immer. Jetzt will ich die eine Wand da wenigstens noch fertig machen. So. Das Zeug baut sich trotzdem langsam ab. Was ist das? Ich habe eine Effizienz 5 Spitzhacke. Kann doch nicht sein. Gut, wir müssen uns was anderes herstellen. Wir fangen nächste Folge, glaube ich, mit Ars Magica an. Einfach, weil es geht. Gott. Ich dachte schon, Obsidian ist schlimm. Aber Obsidian kriege ich, glaube ich, schneller abgebaut als das Zeug hier. Geht ne... Moment. Jetzt will ich es wissen. Geht eine Schere... Also wenn jetzt eine Schere schnell geht, dann weiß ich auch nicht. Weil es ist ja Wuhlen-Clay. Nö, genauso schnell. Okay, das heißt, mit der Hand sind wir... Genauso schnell wie mit der Spitzhacke, nehme ich an. Ja, natürlich. Ach Gott. Was denn das für ein Mist? Wie Blöcke, die man mit allem gleich schnell abbaut? Das sind Lehmblöcke. Die können nicht mal weggesprengt werden leicht. Die brennen auch nicht. Ich hinterfrag's nicht. Gut. So, wir ziehen jetzt hier eine Wand. Und machen uns dann mit in der nächsten Folge mit Ars Magica ein Abbauding. Sowas lässt sich ja recht schnell bewerkstelligen. Zum Glück. So. Zack. Wand gezogen. Ein paar Fackeln. Ja, ich brauche noch diese. Gott, wie heißen die? Ich vergesse es immer. Wo ist. Ach, jetzt suche ich immer den Aufzug. Wie heißen sie? Nein, sie heißen nicht Wool and Clay. Nein? Oh Gott, oh oh. Jetzt habe ich das System kaputt gemacht. Nein. Hilfe? Habe ich die jetzt abgebaut? Nein.
seid ihr jetzt weg? Hab ich jetzt gebackt, oder? Sie sollten doch hier sein. Ich disconnecte mal kurz. Moment. Ich hoffe, es ist einfach nur ein Grafikglitch. Nein, es ist nicht. Warum? Wo sind sie hin? Moment, jetzt müssen wir das auch noch reparieren. Einmal Energy. Einmal, wie heißen Sie? Hilfe. ME Conduits. Ich frage mich aber, wo die dann hin sind. Also ich glaube, die sind echt weggebackt. Ist bestimmt nicht so beabsichtigt. Zack. So, die haben wir einfach kaputt gemacht. Okay. Gut. Dann jetzt haben wir hier alles repariert. Wieder, nachdem wir es zerstört haben. Und sehen uns dann in der nächsten Ars Magica Folge. Also Ars Magica 2. Ich freue mich schon. Ich muss gleich noch gucken, wie das geht. Also nehme ich heute nur eine Folge auf. Hab sowieso lieber. Gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und zaubern. Ja. Cool, wir können zaubern und Gesundheit. Und bleibt immer schön Bambus, euer Paragon. Bis zur Magiefolge und tschüss.